wenn ihr euch eine Proteinleitung machen lasst und ihr hofft, dass ihr wieder eure Natur Locken habt oder eure Natur Haarstruktur habt, no. No, 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 no. Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal Claude Beauty. Mein Name ist Claude und heute geht es um meine Haare bzw. Extensions. Ich nehme euch so ein bisschen durch den Prozess mit, meine Haare zu machen, Extensions zu bestellen, vorzubereiten, pipapo. Okay, ich habe nicht so viel Zeit, da die Post in, ich glaube, 15 Minuten schließt und ich mein Paket noch nicht fertig vorbereitet habe, aber ich zeige euch ganz, ganz schnell die Extensions. Ich trage tatsächlich eine Vielzahl von Frisuren. Ich habe mal Braids, mal habe ich eine Wig, mal habe ich Extensions, also Haarverlängerungen. Ich wechsle meine Frisur tatsächlich auch jeden Monat. Also ich sehe immer mal irgendwie anders aus, daher nicht überrascht sein. Ich verändere meinen Haarschnitt, meine Haarlänge, meine Stufen, mein Design, whatever. Like, I change it all, okay? I like to be versatile. Ich liebe es, mich zu verändern. Und genau das liebe ich an meiner spezifischen Haarkultur. Ich habe hier also Extensions aus Indien, die ich bestellt habe. Und ich verpacke die gerade. Hier ist mein Karton, weil ich die Extensions meiner Friseurin schicke. Ich schaue aber, ob das in das kleinere hier reinpasst, damit ich weniger bezahle bei der Post. Könnte vielleicht ein wenig eng werden, mal schauen. Denn sie soll für mich daraus eine Wig machen. Ich mache eigentlich meine Wigs immer selbst. Dazu habe ich auch schon mehrfach auf TikTok und Instagram, na eher TikTok, Videos hochgeladen. Aber es dauert halt mega lange. Also es beansprucht wirklich mehrere Stunden. Und ich habe dieses Mal ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich würde es gerne auslagern, um Zeit zu sparen. Ich habe hier also 4 Pakete Extensions, also 400 Gramm. Und dann auch noch so ein, ja, wie soll ich sagen, es heißt Closure. Das suggeriert einen Haaransatz, damit die Wig hinterher auch so natürlich wie möglich aussieht. Das ist dieses Teil hier. Kann ich euch gerade nicht zeigen, weil ich wirklich schnell machen muss, um das Paket abzuschicken. Das klebe ich jetzt schnell zu mit meinem Klebeband. Das müsste hier auch irgendwo sein. Ja. Und ich muss sagen, ich klebe meine Pakete immer sehr, sehr hässlich zu. Und dann macht meine Friseurin über Ostern, hoffentlich kommt das Paket Samstag an. Ich werde versuchen, das über Express zu schicken, damit das Samstag bei ihr ankommt. Denn sonst wäre es nämlich dezent kacke, wenn das irgendwie länger unterwegs braucht. Either way, ich klebe das jetzt einfach schnell zu, sprinte zur Post und veranlasse eine Expresslieferung. Dann macht sie für mich daraus eine Wig und am Dienstag kommt sie zu mir nach Hause und macht mir dann die Haare. Dann werdet ihr den gesamten Prozess sehen. Das ist hier nur Teil 1, die Extensions abschicken. Oh. I know I'm nasty. Die Extensions abschicken und ich sprinte jetzt. Boah, ich habe nur noch 10 Minuten. Ich muss kurz gucken, welche Post überhaupt noch aufhat in meiner Nähe. DHL in meiner Nähe. Ich gebe meine Adresse ein. Ich hätte es gerade fast laut gesagt. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird der kürzeste Vlog aller Zeiten, wenn ich mich jetzt verkalkuliert habe und die alle zu haben. Ich gehe jetzt zu einem DHL und ich glaube, die müssten noch aufhaben, aber die sind halt ein bisschen weit. Ich hoffe, ich schaffe das, Leute. Wünscht mir Glück. Bis später. Ja, Friends. Ist halt ein bisschen schief gelaufen, ne? Die Post hatte schon zu. Ich habe mich dezent vertan. Ist halt ein bisschen doof, denn morgen ist Feiertag. Das heißt, ich kann morgen nicht zur Post gehen, um es abzugeben. Und selbst wenn ich es Samstag abschicke, ist Montag wieder Feiertag. Das heißt, sie würde das Paket frühestens Dienstag bekommen. Was ein bisschen risky ist, denn am Dienstag soll sie mir ja die Haare machen. Und deswegen habe ich jetzt das Paket hier. Hab's ihr gerade erzählt. Und jetzt müssen wir irgendwie herausfinden, was wir am Dienstag machen oder wie wir es machen. Ich kann den Termin auch nicht verschieben, weil ich am Mittwoch schon wieder unterwegs bin, geschäftlich. Mittwoch und Donnerstag, ja? Ja. Planänderung bei der Frisur.
Ich habe noch keine Ahnung, was wir machen werden, aber ich informiere euch spätestens Dienstag. Mein Cousin war die Woche hier, als ich weg war und hat meiner Friseurin die Extensions geschickt. Wir haben den Termin jetzt einfach um eine Woche verschoben. Und jetzt heißt es, die Extensions, die ich jetzt drauf habe, entfernen, meine Haare waschen und sie ist in so 3 Stunden hier, um mir die Haare zu machen. Hoffentlich schaffe ich es zeitnah. Mist. Das war schon, oh Mist. Oh yeah. Oh yeah, I messed up. Oh yeah, I messed up. Hier ist eine kleine Bestandsaufnahme. Ich habe meine Haare gewaschen, Conditioner, eigentlich eher Maske aufgetragen, die einwirken lassen, so eine Plastiktüte auf dem Kopf, wie ich euch ja vorhin gezeigt habe. Und so sehen meine Haare jetzt aus. Ich habe die Maske rausgewaschen. Hier ist, by the way, auch die Bestandsanalyse, denn ich hatte, Bestandsanalyse, die Bestandsaufnahme, ich hatte eine Proteinglättung. Und mir wurde es so kommuniziert, ich bin davon überzeugt, dass es mir so kommuniziert wurde, dass meine Natur-Haartextur wieder zum Vorschein treten würde, wenn ich die Haare öfter wasche, aber es ist nicht der Fall. Es kommt nicht wieder. Wenn ihr euch eine Proteinglättung machen lasst und ihr hofft, dass ihr wieder eure Naturlocken habt oder eure Natur-Haarstruktur habt, no. No, 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 no. Die habe ich im letzten Jahr machen lassen und die Haare sehen noch immer so aus. Die kommen nie wieder zurück. Na, ich muss die Haare rauswachsen lassen. Man sieht hier die rausgewachsenen Haare. Die sind wieder so grausig, wie meine Haare sonst sind. Und ich muss das rauswachsen und abschneiden. Yeah, so. That's on that. Ich trage jetzt erstmal kurz mein Rosmarinöl gemischt mit Jojobaöl auf. Die Friseurin kommt, by the way, in 30 Minuten. Ich muss die Haare jetzt schnell trocknen und mich umziehen. Ich hoffe, ich schaffe das. Aber müsste eigentlich klappen mit dem Flex-Style, mit dem Shark Flex-Style. Heat Protection habe ich hier von Olive Oil. Mein Heat Protection Silk and Shine Serum. Das trage ich ziemlich großzügig auf. Leute, wisst ihr, was ich lernen muss, was mir so aufgefallen ist? Das hat mal jemand kommentiert. Es ist mir nie aufgefallen. Ich bin ein bisschen rough mit mir selbst. I don't know, aber als sie es kommentiert hat, habe ich darauf geachtet und sie hat recht. Auch wenn ich meine Haare style, wenn ich meine Gesichtspflege, Skincare, Körperpflege, Routine mache, meine Haare, nee, Quatsch. Ich bin ein bisschen rough mit mir selbst. Und ich sage es und bin währenddessen noch immer rough. Aber ja, ich habe es euch ja demonstriert. Jetzt hier mein Shark Styler mit dem Glättungsaufsatz, glatt irgendwas Aufsatz. Das könnte jetzt ein bisschen laut werden. Hallo? Ich rufe meine Mutter, ich brauche Hilfe, Leute. Meine Arme tun schon wieder, das ist so anstrengend. Mama, hallo? Un peu m'aider derrière. Thank you. Ich habe keine. Ja, ich würde sagen, die sind so zu 90% trocken, nicht 100%. Ich muss noch mal reingehen. Aber ich habe keine 10 Minuten gebraucht dafür. Das ist der Wahnsinn. Ich liebe es im Sharkstyle. Ich gehe jetzt noch mal richtig schön rein, weil da sind noch so ein paar feuchte Stellen drinnen. Deswegen, ich bin da auch nicht richtig rangegangen. Ich hätte da Section für Section durchgehen müssen, um die zu trocknen und nicht einfach alles auf einmal machen sollen. Thank you.
sie wird wahrscheinlich gleich die Haare nochmal etwas trocknen, um sicherzustellen, dass die auch wirklich 100% trocken sind. Aber that's all I can do. That's all I can do, okay? That's already a lot. Aber ich hatte auch nachgelesen, dass man bei Indian Hair wohl nochmal diese Weft verstärken soll, weil die haben irgendwelche, ich weiß nicht, die tendieren dazu, die Weft nicht so gut zu befestigen. Deswegen war ich halt auf deine Meinung gespannt. Ach, warte. Auf jeden Fall war jetzt nicht so extrem. War es so ein Riesenbüschel Haare oder ist okay? Dann ist okay. Ja, weil also bei Wavy, so curly, man muss eh erwarten, dass es shaddet, ja. Aber war jetzt nicht so extrem. Okay. Dann habe ich ganz gut, wenn wir das lieber im Badezimmer machen mit den Pferden, echt? Weil this table girl, wenn da Farbe drauf kommt, werde ich verrückt. Okay. Ador, statt uns so eine deutsche Marke. Und dann? Ador ist nice, aber man muss auch bedenken, Ador ist nur semi-permanent. Ne? Ah, okay, das heißt, das wäscht sich auch raus. Alles klar. Da muss man nachfärben nach einer Zeit. Das ist ja unnötig. Ich habe jetzt das hier geholt, was ich sonst immer benutze. Mhm. Das ist richtig gut. Mhm. Sios mag ich zum Beispiel gar nicht, weil das wäscht sich auch sehr schnell raus. Ja, man muss da drauf schauen, weil man muss drauf schauen, dass da wirklich permanent drauf steht. Okay. Denn viele der Haarfärbemittel, auch in der Drogerie, sind nicht permanent. Nee. Das sind oft Tönungen. Ja. Ich hatte mich gewundert. Und wie hat das sich denn grün rausgewäscht? Grün? Ja, voll komisch. Was ist das denn? Habe ich ja noch nie erlebt. Okay, das ist krass, weil ich habe die Haare ja auch gewaschen und da kam nichts Grünes raus. Das war komplett transparent. Wahrscheinlich von der Farbe. Ja. Ja. Wahrscheinlich von der Farbe, weil ich habe an meiner Wand auch ein bisschen Farbe abbekommen. Scheiße. Das nach dem Abwischen ist dann umgekommen. Okay, das ist heftig. Das stimmt. Auch mit YouTube angefangen, ne? Mhm. Boah, ist das nicht anstrengend? Ja, aber das Gute ist, ich habe jemanden, der meine Videos verarbeitet, deswegen ich habe da jetzt nicht so diesen extremen Druck. Ja, bearbeiten heißt denn nur schneiden? Ne, er macht alles, also er macht die Video ready. Okay. Und ja. Was hast du mit den alten Bundles gemacht? Die sind vom letzten Mal? Okay. Die meinte ich ja, dass alles die zurück sollen. Ja, und dann gefärbt? Genau. Nee, die möchte ich niemals wegschmeißen. Das ist vietnamesisch, ja. Bei die zum Beispiel, ich habe nur ein Bundle halt schneiden müssen. Den Rest habe ich nicht geschnitten. Mhm. Ja. Sorry, unexpected. Okay, wir sind durch. Was heißt wir? Ich habe nichts gemacht. Die Cornrows sind durch. So sehen die aus. Ich habe jetzt keine Lust, mich umzudrehen, um das von hinten zu zeigen. You just have to trust, dass das durch ist. Und was machen wir jetzt? Was macht sie jetzt? Und ich sitze einfach nur hier. Quasi die Wig installieren. Ne? Okay. Ich weiß nicht, ob du das mit oder ohne Kleber haben möchtest. Ohne Kleber. Ohne Kleber. Ja. Genau. Ich mache immer Sport. Es wird eher halt so voll klumpy und so rein vorne, weißt du? Okay. Mhm. Aber davor kenne ich trotzdem die Babyhaare, die hier abstehen, mit einem kleinen Kamm nach hinten. Und benutze dabei von Evan das Spray. Okay. Bei mir ist halt nur, ich kann kein Gel auf die Haare machen. Mhm. Ich bekomme davon richtig, richtig schlimm Schuppen. Ich glaube, letztes Mal hast du ein bisschen Gel drauf gemacht, ganz am Anfang. Genau, ne? Genau. Ich habe richtig Schuppen bekommen davon. Ja, hat ja gesagt, ich vertrage gar kein Gel auf meiner Kopfhaut. Auch nicht das Evan Spray? Das muss ich mir kurz zeigen. Okay. Was ist dieses Lace Spray oder was genau. Ist das? Ja, das geht meistens noch so. Ach, ich habe
dich vergessen, Charles. Ist schlimm? Nein, ich muss einfach, ich brauche ein Stativ. Es gibt so ein Stativ, da hast du einmal die Kamera und das Handy. Das heißt, du kannst für YouTube und alle Plattformen parallel filmen. Ich brauche das, weil... Mir ist vorhin leider ein Malheur passiert. Und zwar ist hier die Lace irgendwie, ich weiß nicht, ob abgebrannt oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall war da hier so ein klitzekleines Loch, habe ich jetzt versucht zu nähen. Hier auch, ne? Ach, hier auch? Ach, scheiße. Okay. Hat auch schwarze Farbe drauf. Okay. Ja, aber das kriegt man auch eher raus als das Loch. Okay. Ja, ich hoffe, das reißt dann nicht weiter. Nein, das reißt nicht. Das reißt nicht. Du könntest, ich weiß nicht, wie lange du das auch tragen möchtest. Ja. Weil ich habe nämlich so ein Nylon-Dings, Faden extra für Laces, ne? Okay. Genau, dass es mir einfach nach Hause schickst. Mhm. Ich weiß nicht, ob du jetzt Content viel damit drehen möchtest. Ich würde die schon die ganze Zeit jetzt tragen. Was heißt die ganze Zeit? Also bis ich halt wieder neue Haare mache, durchgehend. Das heißt wann? 3 Wochen oder so. Weil wir sehen uns ja in 2 Wochen. Ja, dann, also bis dann habe ich die Wig drauf. Die wird nicht auf. Okay. Ja, ja. Dass du es mir dann einfach nochmal mitgibst und dann nähe ich das quasi mit dem Nylon-Dings. Genau. Mein Weg ist super dünn. Sehr, sehr dünn. Also die Lace meine ich. Ach so, ja. Ja. Also ich hatte ihn auch nach Film-Lace gefragt, also da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich hatte ihn nach wirklich super, super dünner Lace gefragt. Krass. Vor allem das Ding ist, da war ja noch dieses Lace-Cap drüber. Mhm. Und deshalb weiß ich nicht, wie das Loch entstanden ist. Keine Ahnung. Ich mach das hier Spray hier. Ah, auf die Edges. Nicht auf die Edges, nein. Ach Gott. Die sind auch so sensitive, meine Edges. Lieber gar nichts. Die Edges. Okay. Lieber gar nichts. Nein! Ich versuch die gerade wachsen zu lassen. Was soll man denn machen? Das hat doch gekeilt. Ich meine, ich mache das Gummi dran. Ja, das. Weißt du? Das muss mit dem Gummi reichen. Echt? Ich kann kein Ding jetzt auf die. Weil guck mal, ich habe schon voll viele Edges verloren durch so Wig und Braids. Ich kann nichts drauf kleben. Weißt du, weil ich klebe meins auch nicht. Ja. No, I don't like it. Ach krass. Ich muss mal kurz und gucke. Ob es zu eng oder zu Dings ist. Warte, dass du mir einfach mal hier auf beiden Seiten festhältst. Ach krass, wusste gar nicht, dass da mehr Dings so. Nee, also ich lasse die sind auch gut nachgewachsen, weil ich hatte hier echt schon so kleine, kahlere Stellen. Wenn du es anfasst, kannst du es auch fühlen. Heftig. Ich habe jetzt länger, warte, wenn du es hier anfasst, kannst du es fühlen. Oh krass. Ja. Ja. Ich habe jetzt gut Rosmarinöl aufgetragen und Jojobaöl, das einmassiert und so, damit die nachwachsen. Und habe jetzt erstmal eine Pause gemacht von Braids und so für eine längere Zeit. Ich verstehe es total. Ja. Weil ich hätte auch keinen Bock mehr zu. Weil they be gone, wenn ich dich aufpasse. Das ist auch wirklich so. Und ich finde, die Schönheit einer Frau oder so, sagt man zumindest bei uns, liegt an ihren Haaren. Ja, voll. Wenn du denn keine Haare hast und nur noch, sag ich mal, mit Wigs rumläufst. Mhm. Thank you.
Ja. Hier will ich einfach nichts dran machen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil wenn ich das hier abschneide oder ein Gummiband dran mache... Einfach festmachen. Also kannst du auch festkleben. Ja. Und dann an den Seiten Babyhair machen. Ich weiß, die Stylisten mögen keine Babyhair. Like, I need it in my life. I cannot do it out. It's very, very cute, very giving. Leute, wir sind durch und das ist die Endfrisur. Ich bin absolut verliebt. Ich hoffe, ihr auch. Ich zeige euch die Haare gleich nochmal richtig, so 360, okay? So ein bisschen aufräumen, ready machen. Meine Mom muss gehen, aber nur ein Sneak Peek. Nah, it's giving. It's giving. It's very cute. Mama, was denkst du? Nice, ne? Meine Mutter ist wieder weg. Oh mein Gott, warum rutscht das so runter? LOL. Wie gesagt, meine Mom ist weg. Die Friseurin ist weg, Leute. The hair. Jetzt habe ich richtig Zeit, euch zu zeigen, wie die Haare aussehen. Das ist crazy. It's actually crazy. Niemand hat mir gesagt, dass meine Haare so krass aussehen werden. Ich war nicht bereit dafür. Honestly speaking, I wasn't ready. I wasn't ready. Und ich sag euch ehrlich, meine Haare sehen heftig aus. Es sieht heftig aus. Es ist wirklich, es ist heftig. Ich muss Licht ausmachen. Ihr müsst richtig sehen. Ihr müsst sehen und genießen, weil that's crazy. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht in richtigen Lichtverhältnissen und ihr seht das nicht so richtig. Like, ihr müsst das noch mehr sehen. Ich brauch besseres Licht. Ich brauche mehr Licht. Ich komme. Schon besser, oder? Man kann schon besser erkennen, wovon ich hier gerade spreche. Dieser Haaransatz. Keiner von euch kann mir sagen, dass man erkennen kann, dass hier irgendwas ist. Es sieht aus wie mein natürlicher Haar. It's just perfect. It's just perfect. That's a wig. That is a wig. Ich würde sagen, das sind die besten Extensions, die ich in einer langen Zeit gehabt habe. Und es war absolut die richtige Entscheidung, diese Haare so jet black, also wirklich tief schwarz zu färben. Ich habe sonst nämlich eher so bräunliche Extensions, die sind schwarzbraun, dunkelbraun und ich habe in Jahren, wirklich jahrelang, nicht mehr so tief schwarze Haare gehabt und es sieht perfekt aus. Es schmeichelt meinem Hautton. Mein Hautton glänzt, leuchtet, strahlt noch mehr durch diesen Kontrast zur schwarzen Haarfarbe und die Haartextur ist just giving. I mean, sorry. Ich weiß, Eigenlob stinkt, obwohl es kein Eigenlob ist. Ich habe die Haare nicht selbst gemacht. Ich hatte eine Friseurin. But it's giving. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Haarvideos, Haartutorials haben wollt oder ich euch öfter mitnehmen soll zu Friseurbesuchen, beziehungsweise der Friseur kommt zu mir, weil ich eher auf Hausbesuche stehe. Ich habe es gerne einen Ticken privater. Denn ich ändere meine Frisur schon so alle 2 bis 4 Wochen. Wenn ihr immer dabei sein wollt, wenn ich eine neue Frisur habe, dann sagt mir Bescheid. But yeah. Ich kann nicht sagen, Leute. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mir auf TikTok und Instagram folgt oder heiße ich ebenfalls Claude Beauty wie hier. Und sonst kann ich nur noch sagen, bye, Leute!